Und grüß euch, hallo. So, jetzt machen wir das Kopieren und schicke ich jetzt die Benachrichtigungen für die Gruppen, die WhatsApp-Gruppen. Dann die zweite Gruppe. Super. Zwei Leute sind da. Guten Morgen. Habt ihr schon Hausübung gemacht? Oh, schon eine Lage bekomme ich. Danke, das gefällt mir. So, unsere neue Kulisse. Die neue Spiegel ist da. Ich freue mich schon so sehr. So, wer ist denn da? Schauen wir mal. Chiara ist dabei. Chiara, wie geht's dir? Alles okay? Passt. Ist langweilig zu Hause oder geht's noch? Oder habt genug Beschäftigung? Ich hab so viel Beschäftigung, ehrlich gesagt. Ich vermisse überhaupt nicht rausgehen. Ich muss mich immer zwingen, draußen zu gehen. Ah, vier Leute, grüße euch, wer da beim Zuschauen. Und die Lara ist da. Die Lara, grüß dich. Wie geht's? Ihr seid meine Akrobatikgruppe. Machen wir heute zum Schluss, falls wir Zeit haben, ein bisschen. Vielleicht das von Akrobatik. Wenn ihr schnell beim Choreografie lernen, dann tun wir es okay. So, ich vermisse eure Gruppe so sehr. Und ja. Aber wir haben was gefunden, wie wir miteinander uns treffen. Und das ist tolle, tolle Sache. Ich freue mich jede Woche. So. Gut, danke, gut, schreibt ihr. Zurück, die Lara. Voll gut. Stefanie, hallo, Stefanie ist da. Stefanie, grüß dich. Alles passt? Alles gut? Stefanie, ist momentan nur 1620 Gruppe. Und die Stella ist wieder dabei. Stella, grüß dich. Wie geht's dir? Sechs Leute sind da. Juhu. Es wird lustig heute. Wie geht's der Lina und Paula? Alles okay? Die Sophia hat, glaube ich, geschrieben. Ich bin Sophia. Die Sophia ist da. Sophia, wie geht's dir? Elena ist auch dabei. Passt alles? Toll. Ist nicht langweilig zu Hause? Alles okay? Und Mira und Lara sind da. Juhu! So, heute machen wir so ganz, ganz lustig, oder? Und die Dominika ist da. Domi, grüß dich. Habt ihr keinen Account wahrscheinlich? Okay. Aber das geht auch so. Dann weiß ich, dass ihr da seid. Und ganz cool beim Unterrichten. Sieben Leute, sehr schön. Wir warten noch 4 Minuten, bevor wir beginnen, weil um 10:45 Uhr beginnen wir. Und jetzt ist es 41. Bei uns was Lustiges passiert gestern. Unsere Gartentüre ist rausgerissen. Jetzt haben wir, Gott sei Dank haben wir 2 Gartentüren im Wohnzimmer. Jetzt können wir nur durch eine gehen und wir müssen dann gestern die ganze Couch auseinanderbauen, weil das war hinter dem Couch die Tür. Und jetzt haben wir kaputte Tür im Wohnzimmer. Und wahrscheinlich
wird erst nach der Quarantäne gemacht, weil wir sind gesperrt in unserem Tal und da werden die ganzen Sachen spät gemacht, wenn das alles vorbei ist. Sonst gibt es bei mir nichts Neues und wir haben die ganze Zeit noch Möbel gestern hin und her geschoben. Eine lustige Beschäftigung. Was macht ihr so? 3 Likes habe ich. Juhu! Dankeschön für Likes. Ihr seid cool. So, es ist noch 3 Minuten. Was habe ich noch gemacht? Ich habe die Woche 99 Masken genäht. Natürlich habe ich sie fürs guten Zweck gemacht. Wir haben so in Gastein-Organisation 10 Leute, hallo! Wir haben so Organisationen Gastein, welche, sag mal so, unterstützt die Masken nähen und so. Und die verteilen dann die für unsere Bürger und zuerst die ganzen Geschäfte, dann danach die weiß nicht, was da funktioniert von die Dienstleute und danach Privatpersonen schon gerade. Und ich habe es genäht, genäht, genäht. Und jetzt habe ich aber meine Nähmaschine zur Seite gestellt, weil eben zu spät mit meiner Behaltung und da liegt das alles da genau hin. Wenn dieser Haufen mindestens kleiner wird, dann werde ich weitermachen. Aber sonst, das war meine Beschäftigung seit die Wochen. Ihr könnt mir in WhatsApp schreiben, falls irgendwas bei euch Lustiges passiert oder gewesen. Ihr könnt mir WhatsApp noch mit 2 Minuten schreiben. Dann schaue ich ganz genau, was da los ist mit euch. Hallo Natalia, bin dabei. Ah, da ist die, wahrscheinlich Sophie, weil der Name Gotowski, ja, Sophia, grüß dich. Sophia, so, schau mal, wie viele Leute. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Die 16 Mark, 20 Gruppen, mehr Leute. Wahrscheinlich jemand macht die letzte Hausübungen fertig und tut es ja gerade ganz schnell fertig machen, dass die Mathelehrerin oder Deutschlehrerin ihre tolle Auftrag wieder zurückgekriegt, ohne Fehler, ohne Verbessern. Petra Schüpflinger, also das ist wahrscheinlich Stefanie, weil die schöne Likes. Wie heißt das? Nicht Likes, sondern wie heißt das? Schreibt mir, was wie heißt das? Ah, Smileys. 15. Hallo, grüß euch, schreibt euren Namen. Dann kann ich mit euch sprechen während dem Livestream für euch unterrichten. Das ist fast Privatunterricht, ja. Ihr seid da alleine, ich bin da alleine. Privatunterricht, wie sonst. Ich habe mir heute in der Nacht wieder Choreografie ausgedacht. Und natürlich tanzen wir zu anderer Musik. Und weil ich darf die Musik nicht verwenden, was wir für euch schon geschickt, weil ihr weißt, das ist verboten bei YouTube. So, ist jemand auch da? Ich bin auch dabei. Lisa, grüß dich. Lisa Fletcher, hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aus der Gruppe und 4 gegeneinander. Ah, nein, die Maya ist auch da. Maya, du warst gestern so fleißig bei der anderen Gruppe und hast es geschafft gestern? Schreib mir in WhatsApp. Maya war auch gestern. Ihr dürft auch schauen, wenn ich ja dann Livestream habe mit den Älteren oder so. Ihr könnt auch mitmachen, wieso nicht? Vielleicht schafft ihr ein paar Sachen. Hallo, die Katharin und Mia sind da. Die Mami ist auch alle. Hallo, danke für Organisieren, weil das ist manchmal schwer für die Kinder. Und meine Teenager können das eher selbst. Die wahrscheinlich die Aline hat sogar ihren Kanal. Ich möchte ihren Kanal unterstützen. Das heißt, alle für Aline-Kanal abonnieren. So, das mache ich wie die richtige Blogger, oder? Na, ich bin noch nicht so weit mit den ganzen Sachen, aber seit einer Woche bin ich sehr, sehr öfter in YouTube.
irgendwie schon nicht so schlimm wie die erste Woche. Die Mädels sind jetzt auch bereit. Juhu, umgezogen. Passt alles, nicht in Pyjama tanzen. Ah, liebe Eltern, ihr tut unbedingt heute zum Schluss Aufnahme machen und mir schicken. Ich muss wissen, ob die Kinder das schaffen oder nicht, weil sonst tue ich ja schwer mit der Ausdenken, weil manchmal, ich muss wissen, wie schwer ist der Level. Wenn ich sehe, dass etwas, zum Beispiel ein paar Sachen noch nicht so geklappt, wie es sein müsste, da tue ich ja vielleicht langsam erklären nächstes Mal, weil ohne Kommunikation wird es sehr schwer für mich. 7 Likes habe ich von eurer Gruppe. Na, so cool. Die Stefanie, ich bin auch dabei. Ja, du bist dabei, Stefanie. Lisa, Dominika hat so schon ein Bild mit meinen Augen zugemacht. Ich schlafe da oder was im Hintergrund? Ciao. Gute Nacht, Natalia. Okay, so fangen wir an. Start mal. Okay, ich hoffe, dass die auch andere dazu kommen. Ich habe es mir entschlossen, das zu machen. Seht ihr die? Jetzt machen wir auch hier auf die Regal, dass die von der Regale nicht anschaut. So. Aha. Okay. Bitte gut. So, ich schiebe mal alles zur Seite. Ich habe mir viele Sachen weggetan aus meinem Zimmer, dass ich tanzen kann. Okay. Schauen wir, ob das alles läuft. Benutzen werde ich wieder die unsere YouTube-Musik, coolste Musik der Welt. Aber ich habe es mir schon ein bisschen zugeschaut im YouTube. Es gibt da ein paar andere Seiten, wo ich kann Musik klauen, gratis klauen. Aber momentan scheint, dass ich ja diese 45 tollste Musik der Welt haben werde. Aber werden wir schon das schaffen, ja? Weil ihr könnt danach einfach die Musik, was ich euch dann, den Namen von der Musik habe ich eher in die Gruppe geschickt, glaube. Sonst schreibe ich jetzt noch einmal. Na, schreibe ich später. In die Gruppe, ja. Oder kennst du die bestimmt. So, ist jemand noch wieder da? Marie ist da. Marie ist da. Stimmt. Sie hat ja geschrieben, dass ich bin da. Papa hat geschrieben, die Marie ist da und die ist bereit. Ich freue mich, dass die bereit ist. So, schauen wir auf die andere. Oh, so süß, so schöne Fotos von der Marie. Okay, cool. Dann start mal. So, hoffentlich schalte ich nicht zufällig was ab. Sieht man mich? Ah, oh, voll super. Wenn ihr dieser Hintergrund sieht, dass es immer für eure Gruppe extra wird aufgehängt. Das heißt, ich habe für mich so entschlossen, immer für verschiedene Gruppen verschiedene Kulisse zu verwenden. Das heißt, ich habe es für die andere Gruppe zum Beispiel in Rot, Orange, da gestern hatte er Braun gehabt und jetzt der Blau. Das heißt, ich habe die Vorhänge hinter mir, die werden so wie Kulissen, sag mal so Kulissen. Und die werde ich wechseln nach der Gruppe. Jede Gruppe hat eine bestimmte Farbe. Wenn ihr zum Beispiel später zu meinem Kanal geht und schaut, ja, okay, wo ist denn unsere Choreo endlich einmal? Und da tue ich ja alle blaue Kulissen in einen Ordner, in einem Playlist und da könnt ihr anschauen. Zum Beispiel die Choreografie von habe ich schon auch da drinnen. Die Sophie hat mir ein Foto geschickt. Cool. So, beginnen wir. So, na, ich freue mich schon zu sehen, mit euch zu üben. So, CD war die Auswahl jetzt. Starten wir mit der anderen Musik, sonst immer die gleiche. Muss ich meine andere Musik anlegen?
Wenn sie alle kommt. Aufwärmen. Ich habe Hexenschüsse in meine Schulter. Das hat er gestern zu viel Luft gekriegt. Okay, machen wir das. Ich habe Aua. Achtung. Oh. Probier was. Geht's? Klappt es? Ist jemand noch dabei? Alicia, grüß dich! Alicia, bist du zu spät? War Stau! Langsamer. Okay. Die Julia ist da, grüß dich. Wieder, dass du mit Mami bist. Ein, zwei, drei. Dominika, bist du fleißig? Ist die Schwester wieder dabei? Aufwärmen! Okay. Start zeigen, ganz weit. Und. Ist jemand wieder da? Ja, cool. Ziehen. Achtung, wir zwicken hier unsere Seite. Schaut, zwicken. Schaut, die eure Becken und eure Schulter muss gleich sein. Und die Mamis dürfen mitmachen. Und Papis auch sowieso. Anderes drum. Okay. Super, macht ihr das. Mia, Katalin, vorsichtig, dass sich einander nicht schlägt. Und. Super, eben aufgewärmt. Oben. Zurück. Maja, geht's gut? Lena, Sophia und Sophia, vorsichtig, dass die einander nicht schlagt. Andere ist nach vorne. Super, Sophia Katowska. Ja, ich kann noch sehen. Ja. Stella, super, mach weiter so. Sehr schön. Noch tiefer, Clara. Okay.
Simba tanzt auch mit. Cool. Nicht zu viel schreiben, mehr tanzen, okay? Schon 17 Leute sind online, sehr schön. Nach vorne. Fliegt nicht weg. Achtung. Guten Morgen. Oh, das ist viel zu viel für mich. Nur Oberkörper. Jetzt unten. Jetzt oben. Und schneller. Und schneller. Achtung. Großer Kreis Dominika. Einer Fuß ausgestreckt. Wir wärmen sie nur den Gelenk. Die Badmantel-Entwürfe, stimmt das, Stella? Kannst du dich erinnern? Maja, kannst du dich erinnern? Ist die Heutanina nicht da? Super, Lara. Lara Kunz macht das auch gut. Und schneller. 5, 6, 7, 8 und 3, 4. Perfekt. Schon 17 runter und jeden. Genieß mal Musik, oder? Okay, ab den Kopf. Halten fest, Bomben fest. Wir sind auf Halbspitzen, ja? Halbgebeugter Fuß bis zum Schulter. Jetzt dürft ihr ein bisschen runterkommen, dann geht es leichter. Und da bekommt ihr mehr Schwung. Habt ihr noch nie gemacht, oder? Jetzt die andere Seite. Vorne. Auf die Beugte und Knie runter. Oh, die Musik macht mich so fertig. Die ist nicht mein. Okay, Achtung. Und versuchen wir zu dehnen. Noch. Das Mumbo. Ganz lang. Und weit, lange. Lange. Und jetzt runter. Bleib nach unten, hängen schön. Noch runter. So, ich bin aufgewärmt. Mal jetzt runter. Oh, ich habe diese Angst da. Mein Fenster zu öffnen.
Es zieht so stark. So. Achtung, muss runter, nach unten, geradeaus, unten, geradeaus, nach unten, geradeaus, nach unten, geradeaus. Ziehe nach oben die Ferse, versuch mal eure Rücken gerade zu machen. Falls jemand nicht kann, der tut hier halten und versucht trotzdem gerade Rücken zu machen, okay? Aber am besten natürlich, wenn ihr auch die Zehe haltet. Und nach vorne. Und wieder die Tour. Julia, machst das gut? Sehr schön. Wieder gerade. Und ganz schön nach oben ziehen, dass die ganze Wirbel ganz lang wird. Jetzt runter. Versteckt uns. Verstecken wir uns. Der Vogel fliegt, oder? So, ist wirklich geflogen, okay? So. Von einer Seite zur anderen. Und alle zur rechten Seite. Runter. Runter. Andere Seite. In die Mitte. Vogel fliegt. Versteckt euch. Okay. Achtung. Aus dem Fenster schaue ich. Gegenhand, ja. Lustigerweise geht es mir ein bisschen besser mit dem Hexenschuss da oben. Cool. In die Mitte wieder. Übung hilft. Turnen hilft. Bewegung hilft. Okay, super. Super. Zur Seite. Schöne gerade Winkel. Oben hoch. Schaltet es oben. Versucht wieder runter. Das Runterstella kann jetzt da hergreifen. Maya vielleicht auch. Wer noch kannst? Marie vielleicht? Oder Lara? Mira? Alicia vielleicht? Anderer Fuß. So. Ausstrecken, Julia, Fuß. Zweiter tiefer. Katalin, Mia, probiert jetzt drüber, drüber schauen. Genau. Perfekt. Mach mal halb Spagat. Zurück zu denen ein bisschen. Geht's? Andere. Jetzt mal den Körper runter. Wieder zurück. Gerade ausgestreckter Fuß kann man sogar so machen, das noch schnell sauber. So, jetzt kommt der Spagat langsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Irene ist heute nicht da. Acht, neun, zehn. Oh, schade. Wahrscheinlich mit der Hausübung nicht geklappt. Aber die können danach auch noch schauen. 18. Grüß euch. Genau, jetzt zurück. Gegen an. Gerade schön. Genau. Nach oben. Runter. Super, Stella, ich sehe alles. Okay, Fuß gerade ausgestreckt, Marie Fuß ausgestreckt, die Füße versuchen wir jetzt hier auf die Ferse stellen. Wie geht's schon?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Halbspagat in der Quer. Eine gebeugte Fuß und andere ist ausgestreckt. Das ist ein bisschen nicht so belastend wie bei der anderen. Und die ganze geöffnete Füße. Super, seid so fleißig. Okay. Spagat. 1, 2. Nicht schon mal. 3, 4. Julia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Und rück ein bisschen dehnen. Die beste Brückegruppe. Ihr seid cool. Ist der Rutschig oder nicht? Ich muss da ein Stück Wasser trinken. So. Heute ist Lorena ist auch nicht dabei. Okay. So, Mädels, Brücke von unten, von oben, es ist wurscht, aber von oben nur die, welche kennen. Schau, dass sie nicht rutschig ist. Passt. Mal dehnen. Seite zu Seite. Trinkpause, bitte. Und dann mal starten wir die Choreografie. Mit der Choreografie. Wer ist da? 19 Leute. Hallo. So, schon ab der nächsten Woche werde ich mit euch die Zeit wechseln. Weil früher ist bei mir nicht gegangen, wegen der Kinder aufpassen. Und die Woche, dass mein Mann jetzt wieder arbeitet nicht und darum kümmert er auch Nachmittag auch um, hilft mir, sag mal so. Und darum kann ich ja ein bisschen später die Unterrichte machen. Ihr dort entscheiden, sag mal so, machen wir gemeinsam entscheiden, welche Uhrzeit es am besten, der Tag bleibt, oder Tag ist Freitag. Für mich wäre zum Beispiel 15 oder 16 oder 17 Uhr perfekt. 18 Uhr kann auch sein, aber für mich ein bisschen zu spät. Wir haben auch Abendessen und da muss ich ja ein bisschen kochen und so. Schreibt mir bitte dann nach dem Livestream, welche Uhrzeit für euch lieber ist. Und wir versuchen das so eine zu finden, welche für jeden passt. Okay, seid ihr bereit für den nächsten Teil? Getrunken? Weil ich glaube auch für euch wird es super sein, wenn ihr nach der, also während der Schulzeiten jetzt alles fertig macht. Und ich kann auch meinen Markus kontrollieren. Das ist schon die zweite Hauptschule, da haben sie schon genug zu tun. Und da kann ich vielleicht ein bisschen mehr schauen, was ihr da macht, genau. Weil wir tun danach in zwei Teile lernen mit ihm. Einmal Vormittag vor dem Stream, danach Pause nach dem Stream. Und wenn wir jetzt vielleicht mit ihm so eine Art wie Unterrichtseinheiten machen, dann vielleicht wird es für ihn leichter und besser. Wir starten schon ab nächste Woche. Ich habe keine Osterferien. Ich brauche es nicht, die Osterferien. Jetzt eher so alles, wir sind ja zu Hause immer. Das heißt, ich bin online auf jeden Fall. Wenn etwas passiert, sowieso sage ich Bescheid, aber passiert nichts. Das heißt, wir treffen uns nächste Woche ganz normal. Passt, beginnen wir. Okay, so, eine Gruppe des Bewegungen kennt schon, andere Gruppe kennt es nicht. Und darum, wir tun die alle Bewegungen einmal durchchecken und schauen, was da los ist. Vielleicht haben wir sogar Zeit für ein bisschen Akrobatik oder Breakdance, denn das ist auch cool. 5, 6. Wir fangen mit der linken Fuß gehen, zweite auf die Tupfen, so. Tupfen. Bouncen.
Die Übung heißt Willy Bounce. Eins und zwei und eins und. Das machen meine Hände. Die tun so, yes sagen. Yes und yes und yes und yes und yes. Yes. Genau. Richtig. Nicht zu schnell, passt alles. Schritt, bam. Stefanie, alles okay? Bam. 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 Seht ihr, es darf nicht so sein, ja? Das kenne ich schon, die Fälle. Es muss der Körper von Seite zu Seite gehen, ja? Und wir schauen auf, wir stehen hinter einem Busch und schauen aus dem Busch von der anderen Seite. Und wir müssen unbedingt sehen, wer da vorne steht, ja? Und hopp, hopp, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Falls ich unterrichte zu schnell, schreibt mir bitte schon da unten, bitte noch einmal, okay? Oder in WhatsApp oder da. Ihr seid erst schon schnell beim Schreiben, hab's ja gemerkt. Okay, wir brauchen jetzt nur dreimal. Schritt, hopp, Schritt. Hopp, Schritt, hopp. Jeder hat geschafft? Nochmal. 5, 6, 7, 8. Schritt, hopp, Schritt, hopp. Und Achtung, jetzt kommen die Füße zusammen. Pam, pam. Dann, dann. Welcher Fuß ist das? Die rechte geht zur linke und wieder die Tour. Geschafft? Okay. 5, 6, 7, 8. Schritt zur Seite. Schritt zur Seite, hopp, Schritt zur Seite, hopp, bam, bam. Und bam, 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 bam. Die Hände gegen gleich. Mhm. Red. Bam, bam. Bam, bam. Nochmal. Das war die rechte Hand. Und wir kommen. Bam, bam. Sieht man gut im Spiegel? Ist das nicht cool? Ha? Jetzt kann man von jeder Seite sehen. Wenn ich sogar da stehe, glaube ich, irgendwo, ich habe sogar dreifacher Bild. Ich habe in meinem Zimmer 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3 Spiegel. Jede Seite, herum. So, 5, 6, 7, 8. Schritt zur Seite, hopp. Schritt zur Seite, hopp. Schritt zur Seite, hopp. Bam, bam. Nochmal bam, bam. Und bam, bam. Das heißt, wir wechseln da nicht die Füße. Die kommen zueinander und gehen wieder auseinander. Nochmal bam, bam. Mir das geschafft? Passt. 5, 6, 7, 8. Bam, bam. Genau, genau, richtig. Mit Musik? Irgendwelche? Probieren wir es jetzt. Irgendwelche finden vielleicht passt es irgendwas zu einem. Aber ihr tanzt zu Little Mix Wasabi, ja? Langsamer. 5, 6 mit links beginnen. Pam, pam. Alle geschafft? 5, 6, 7, 8. Geschafft? 5, 6, 7, 8. Weiter. Mal weiter. Musik ist so cool. Okay, schaut, meine Hand und mein Körper bleibt zugleich. Ich gehe einfach hin und her. Und hin und her. Ich wechsle meinen Körper jetzt nicht über den ersten Bewegung. Ich tue einfach her. Und da haben wir Bauchmuskel. Und schaut, dass ihr nicht so steht, ja? Ja. Seid unten, ihr seid hier unten, Knie gebeugt. Pam, pam, und jetzt Schritt, hopp, Schritt, hopp. Wie viel Mal haben wir gemacht? Die andere ab bisschen hin und her geht, ja, so gegen gleich, ja. Dann schaut es aus. Ein bisschen hin und her. Ein bisschen hin und her.
bisschen hin. Und ja, genau. Wie viel mal? Eins. Dafür beginne ich auch mit hinterer Fuß. Eins. Zwei. Da. Und hier. Schaut. Meine Ferse gehen in die Richtung wieder retour. Pam, pam. Mhm. Nicht vergessen, die Choreografie heute filmt ihr. Es ist sehr wichtig für mich, dass ihr mir das schickt. Vielleicht kann ich so eine Art wie Flashmob machen. Das wäre was. Vielleicht schickt er mir die Choreografie. Ihr könnt, müsst ihr nicht sofort schicken, wenn jemand, bei jemandem dauert das. Die kann ein bisschen später schicken. Und ich kann vielleicht einen kurzen Schnitt machen. Ich vielleicht versuche es. Wenn ich ja Zeit habe, dann am Sonntag vielleicht. Oder zwischendurch irgendwann. Hm? Das ist ja gar eine gute Idee. Das heißt, wir machen dann eine Musik, irgendwelche Musik. Und dann zu dieser Musik tue ich nur eure Schnitte machen. Das heißt, ihr tut die gleiche Choreografie tanzen. Und ich schneide die einfach eine nach dem anderen, dass ihr dann so eine Reihe habt von dem, von eurem ganzen Tanz mit Solo-Tänzchen hintereinander. Okay? Vielleicht probiere ich was aus, weiß ich noch nicht. Aber sonst muss ich ja auch schauen, ob ihr das geschafft habt. Okay? 5, 6, 7, 8. Schritt, bam, bam, schritt, bam, bam, schritt, bam, bam, dann, dann. Und zurück. Bam, bam, bam. Nochmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Bam, bam. Und zurück. Und zurück. Bam, bam. Und bei dem Moment, schaut, ich bleibe seitlich so. Und so bleibe ich seitlich. Ich bleibe seitlich und ich stehe nicht so hier. Ja? Weil da ist der andere Effekt. Ja, schau da hin, nach oben. Bam, bam. Mhm. 5, 6, 7, 8. Und Schritt, Schritt, Schritt. Bam, bam. Und bam, bam. Wie geht's? Geschafft? Super. 5, 6, 7, 8. Schritt zur Seite, bam. Schritt zur Seite, bam. Schritt zur Seite, bam. Bam, bam. Und rück, vor, rück. Bam, bam. Mit Musik, mehrmals. Schauen wir andere Musik. Schafft jeder? Schreibt mir, wenn ich langsamer machen muss. Ein bisschen zu langsam Musik. Schnell. Probieren wir es. Schnell. 5, 6, 7, 8. Ein bisschen zu schnell für den. Probieren wir zuerst langsam und danach schneller. 5, 6, 7, 8. Und geklappt? Fünf von vorne, 7, 8. Ohne mich. Bam. Bam, bam. Geklappt? Mit mir zusammen? Fünf, sechs, sieben, acht. Eins. Weiter. Toll, tanzt der. Achtung, wir sind hinten. Jetzt der Fuß. Kennt ihr unsere Bewegung, welche heißt Kebab? Wir bleiben eingespießt von da bis dahin. Das ist die Hälfte von Kebab. Das heißt, wir bleiben angespießt. Die eine Gruppe kennt es sehr gut. Andere Gruppe weiß ich noch nicht. Ja, kennt ihr auch. Achtung, die Hälfte. Zuerst dreht mein Körper und danach schnell geht mein Fuß wieder. Das heißt, wir haben es gemacht. Pam, pam, ich bin hinten und bleibe hinten. Wichtig. Danach drehe ich mit meinem Körper zur Seite und dann kommt mein Fuß dazu.
Okay, und hopp. Geschafft? Geschafft? Jawohl. 5 von vorne, 6, 7, 8. Schritt. Hopp. 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 Bam, bam. Und rück. Bam. Rück. Bam, bam. Und 2. Mhm. Nochmal. Und 2. Und 2. Jetzt kommt der Fuß, rechter Fuß, ober, hopp. Jeder hat es geschafft. Man schreibt nicht ans geschafft. Super. Okay. Weiter. 1 und 2, 3 und 4, 1, 2. Ich mache Spiegel von euch, Spiegelbild. Das heißt in die Richtung. Das gleiche wie beim Aufwärmen. Ja, wir haben das schon heute so ein paar Mal gemacht und immer machen wir es. 1 und 2 und 1, 2 und 1, 2, 1, 2, 1 und 2 und 1 und 2, 1 und 2, 1 und 2 und 1 und 2. Sehr gut. Perfekt. Achtung, wir haben es gemacht. Bam und din, din und bam, bam. Rechter Fuß geht über den linken Fuß. Hopp. Probiert das bei dem Moment wirklich weniger die Winkel, so gleiche Winkel, was wir jetzt gerade nicht verlieren. Ja? Hopp. Weiter. 1 und 2, 3. 1 und 2, 3 und 4. Solche Tempo, das schnelle Tempo. Ja? Schafft ihr durch das. Und 1 und 2, 3 und 4. 5, 6, 7, 8. Schritt zur Seite, hopp. Schritt zur Seite, hopp. Schritt zur Seite, hopp. Bam, bam. Und rück. Bam, rück. Tam, tam. Und hopp. Diri, diri, bam, bam, bam. Aha, passt. So, wir machen Folgendes. Wenn wir jetzt gerade tanzen, zum Schluss zum Unterricht macht ihr mir eine Aufnahme. Und nach dem Üben, vielleicht am Wochenende, vielleicht Samstag oder so, morgen könnt ihr auch dann die schöne Aufnahme für den Clip, vielleicht mache ich einen Clip, welche ich danach auch schneiden kann für gemeinsame Videoclip. Vielleicht machen wir so, wird lustig bestimmt. Von Anfang. 5, 6, 7, 8. Bam, bam, Schritt. Tap, tap. Und hopp. Wie war's? Langsamer Lied ist gut, oder? Bleib mal so stehen. Da, 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 da. Dann, dann rechts vorne. Bei jedem ist rechts vorne. Nochmal. Bei der Drehung bleibt rechts wieder vorne. Genau. Und haben es gemacht. 2 und 4. Jetzt gehe ich mit der linken Fuß nach vorne. Hopp. Umdrehen. Mhm. Nochmal. Links der Fuß vorne. Umdrehen. Nochmal. Dann. Links. Und wenn wir einen Schritt mit links machen, wir sollten die rechte Hand einen Kreis in der Luft zeigen mit rechter Hand. Schaut. Wir beginnen gleich mit Fuß vorne und der kommt dazu. 1, 2 und 3, 3 und 4. Nicht jetzt nicht so viel mal wie erstes Mal, nur einmal. Mhm. Und langsam. Langsam Tempo auch nicht. Nur einfach einmal.
Wir haben es gemacht, jetzt wieder Kebab. Halb Kebab, ja. Und 1, 2, 3 und 4. Geht geschafft? Weiter, linke Fuß. Schritt. 3 und 4. Und mit der linken Schritt weiter. Der gleiche Fuß, die gleiche Hand. Und passt nochmal. Wir haben es gemacht. Rechter Fuß. Und 3, 4. Das war die linke. Und jetzt wieder linke Fuß. Linke Fuß. Und 3, 4. Mhm. Und 3, 4. Nochmal. Spiegel von euch. Dann, dann. Nochmal. Bam, bam. 5, 6, 7, 8. Bam, bam. Mhm. Machen wir nochmal. Geht's noch bei euch oder schon zu viel? Geht's noch, okay. Dann, Kebab. 7, 8. Da, 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 dann, dann, dann. Einmal. Kann man vielleicht die zweite dazu nehmen? Das wäre cool. Na, zu viel. Eins, na, schon cool. 1, 2, 3 und 4. 1, 2. Na, nehmen wir nur eine. Aber es ist auch eine Variante. Ja, wenn wir zwei dazu nehmen, das schaut auch cool aus. Nehmen wir nur eine, weil sonst schaffen wir das Tempo nicht. 1, 2 und 4. 1, 2. Danach muss man mit anderen Hand. Okay, lassen wir es leichte Variante, okay? Wie habe ich das gemacht? Ich schaue dann auch dann in die Pause, okay? So, machen wir es mit Musik, die Teile. Was jetzt gerade geschafft? So. Und ich versuche jetzt auch zu schauen, was ich in der Nacht gemacht habe. 6, 7, 8. Eine habe ich gemacht. So, und dann schaue ich aber klein wieder. Genau, ich habe nur eine gemacht. Genau, passt. Dann lass mal eine Hand, okay? Hab's verstanden, was ich meine. Okay, nochmal. 5, 6, 7. Na, nur letzte Teil, oder? Ich glaube, letzte Teil noch nicht so weit. 1, 2, 3, 4. Links. Hopp. Hat jeder verstanden, dass wir Hand heben? Dann drehen wir uns um und die Hand, die zweite Hälfte, macht er schon in die andere Richtung. 1 und 3. Hier wie der linke Fuß jetzt weitergeht. Und links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Nochmal. Links, rechts. Genau, super. Okay, mit Musik. Jetzt versuchen wir das zu eintrainieren. Zu langsam. Die Musik ist schon so. Sechs, sieben, acht. Gib ab. Letzte Teil nochmal, nur die letzte Teil. 2, 3. Nochmal,
nochmal langsamer. Sophie, schaffst du es? Lena macht mit wahrscheinlich. Und 4. Jawohl. Einmal. Wieder link. Dann kann. Ihr könnt auch danach im Stream noch einmal anschauen, ja? Passt. 5, 6, 7, 8. Und hier was? Gut? Gut. Riskieren wir ein bisschen zu schneller zu tanzen? Musik. Heute können wir die erste. Und jawohl! Was sagt ihr? Was macht der Natalia da? Es geht schon. Ihr sollt ein bisschen noch trainieren und danach wird es ja schon gehen. Der Tempo ist schnell bei der Choreografie, aber ihr dürft auch die andere Musik zuerst machen, gleich hier dann zum Beispiel langsamer. Und dann geht's schon. Probieren wir mal die ein bisschen langsamer. Nochmal. Sonst habt ihr alle schlechte Laune. Boah, wir haben es nie geschafft. Ah, die haben schon wieder geschickt. Fünf, sechs und Hand bereit. Ich finde, die Chore ist so leicht zum Tanzen irgendwie, wenn es langsam irgendwie so richtig eine nach dem anderen geht. Deswegen glaube ich, wird das schon super schaffen. Machen wir nochmal die gleiche Tempo? 5, 6, 7, 8. Jetzt dürft ihr selbst tanzen, was ihr wollt. Disco. Von vorne. 5, 6, 7, 8. Dann könnt ihr zur Originalmusik auch dazu tanzen. Aber ihr müsst euch noch genau wissen, was ihr macht, weil die glaube ein bisschen schneller. Machen wir es ein bisschen schneller Musik. Probieren wir es. Ja?
kann man die. Fünf, sechs, sieben, acht. Noch einmal. 5, 6, 7, 8. Ohne mich. Nicht nachschauen. Und? Alleine geschafft oder nicht geschafft? So, jetzt bereitet eure Handys vor. Stell mal irgendwo, dass ihr euch seht. Nutzt die Flasche vielleicht oder ein Glas und stellt am Boden vor euch. Oder fragt ihr die Eltern, dass sie euch filmen können, dass ich ja dann ganz genau sehe, wie soll ich ja weiterarbeiten. Und schickt mir dann die Video von heutigem Unterricht. Und danach dürft ihr auch noch zweite Variante von Video machen, wenn ihr schon perfekt kennt. Ihr könnt sogar die andere Musik nehmen. Die, was ich vorgeschlagen habe, aber ganz anders. Nur schaut, dass der Tempo ungefähr gleich ist. Wenn ich ja dann Clip schneide, dann muss ich ja dann schauen, dass das hier gleich Rhythmus ist. Nehmen wir die als Wasabi von Little Mix als, habe ich richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Nehmt die Choreografie von Little Mix, sag mal so. Und dann tue ich den beim Clip schneiden leichter, ja. Ich möchte gerne in einer Gruppe probieren, einen Clip zu machen, ja. Und das wird der ihr. So. Nehmen wir jetzt ein bisschen langsamer das zweite Lied. Und jetzt bereit die Kamera. Anschalten. 5, 6, 7, 8. Super! Hat jede Aufnahme geschafft? Und falls jemand da nicht geschafft, wir machen das noch einmal. Macht das anrichten. Auf Knopf drücken. Und auf die Tanzfläche. Wie geht's dir, Simba? Stefanie. Ihr sollt auch mit tanzen. Und bereit? 5, 6, 7, halb bereit. Jetzt könnt ihr improvisieren. Super. Okay. So, was experimentieren. Oder nochmal so wiederholen. Wir haben mit einer Gruppe schon was mal gemacht. Und mit euch haben wir noch nicht gemacht. Aber mit allen, sagen wir nicht mit allen, mit manchen haben wir gemacht. So, wir tun die Hände mal aufwärmen. Genau. Weil ich möchte mit euch wieder die Baby Freeze probieren. Vielleicht glaubt das, es jemand kann da in die Gruppe, ich weiß es. Lara glaube, oder? Falls ihr das geschafft habt, dann könnt ihr auch mir die Aufnahme schicken. Okay? Meine Kinder da. Mama. Okay. So, unsere Ausgangsposition. Ja, Ausgangsposition, dass ihr auf eure Knie, auf eure Fersen sitzt. Knie sind vorne. Und hierher muss ich mich einhaken.
hier auch. Dann lasse ich meine Winkel nicht weg und versuche, mein Babyface zu machen. So. Was ist das? Okay, wie mache ich das genau? Bitte flieg nicht mit der Nase nach vorne, ja? Mhm. Was muss man da beachten? Bei den Bewegungen, wie wichtig, dass der Winkel bleibt, ja? So ein Winkel. Sonst könnt ihr nicht stehen auf dem Ellenbogen. Wenn Mamas schaffen das auch mit, dann macht er mir eine Aufnahme. Okay, Achtung. Jetzt. Schaut. Hab's gesehen, meine Füße gehen ein bisschen zurück, wenn ich ja schon stehe. Ah, ich hab's vorhin eine Schokolade gesehen, ja? Und da tue ich dahin nach vorne kommen. Ihr dürft auch den Kopf am Boden lassen, okay? Schaut. So, Kopf am Boden lassen. Und dann ist es weg. Okay. Zum Üben. Geht? Noch einmal. Wenn jemand vielleicht an der anderen Seite kann, okay? Aufwärmen. Die Hände sind aufgenommen, weil ihr seid meine Akrobatikgruppe. Und zur Seite, danach, bam. Hab's gesehen, ich schicke meinen Körper nach vorne, dass meine Ellenbogen, sag mal so, meine Gelenke sind schon hier, auf die Seite, ja? Ecke schon? Cool. Rechts meine Lieblingsseite, aber ich versuche auch mit links zu können. Das heißt, wenn jemand schon mit rechts kann, der kann mit links auch machen. Warum nicht? Die beiden Seiten sind unsere Lieblingsseiten. Rechts und links und rechts, sonst können wir nicht gescheit funktionieren. Okay, ich habe eine Luft. Okay. So, das wird eure Aufgabe sein. Sehr öfter macht ihr das nicht, okay? Das heißt, wenn ihr das jetzt gut macht, nicht so öfter machen, aber regelmäßiger. Das heißt, wenn ihr öfter macht, dann wird das ja müde und das Verletzungsrisiko ist zu hoch. Das heißt, ihr sollt maximal 5-mal wiederholen und dann aus nächstes Mal. Ihr könnt zum Beispiel Stream noch einmal anschalten nach 1-2 Tagen und nochmal wiederholen die Sachen, okay? Danach wieder nach 2 Tagen anschalten die gleiche und dann kennt ihr die Sachen alle perfekt. So, ich wünsche euch alles Gute. Ihr habt bestimmt toll mitgemacht. Freue mich auf die Daumen hoch, wenn ihr schon was dazugelernt, wenn ihr schon die Choreografie kommt. Und natürlich habe ich total gefreut, schreibt ihr, ob euch gefallen oder nicht, ob ihr langsam machen muss oder es schneller machen muss. Schickt eure Videos dann. Ich bin so froh, dass ich mit euch so treffen darf, weil momentan in dieser Situation ist das tolle Lösung. Und ich wünsche euch noch schöne Tage und wir sehen uns nächste Woche am Freitag. Und dann sind wir da mit euch und ich versuche was wieder ausdenken. Vielleicht schaffe ich schon sogar Clip, falls ihr mir was schickt. Ja, ihr dürft auch Zeit lassen. Ich schaue vielleicht, wie ist das? Das heißt, ihr schickt mir jetzt eine Aufnahme nach dem Unterricht. Ich schaue nur, was da los ist. Und danach lasst ihr Zeit, übt ihr die Bewegungen, übt ihr die Choreografie und schickt mir eine schöne Aufnahme. Und ich schneide sie an. Und da tue ich vielleicht dann eine schöne Tanz. Dann habt ihr dann so ein cooles Videoclip. Mhm. Ah, 9 Likes, danke schön, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund. Mal tragen. Ein Tutorial von Maskinen habe ich auch in meinem YouTube-Kanal. Da haben so mehrere Leute schon geschrieben. Danke, Natalia, es hat uns sehr gefallen. Uns hat das Tempo genau gepasst. Jetzt können die sogar zu zweit tanzen. Jetzt, die Schwestern sind schon cool, oder? Die machen dann miteinander was tanzen. Wahrscheinlich Mia und Katharina können auch dann miteinander tanzen. Ihr könnt miteinander Choreografie machen, das wird cool. Ihr könnt dazwischen durch was einbauen oder so. So, dann herzlichen Dank für alles, dass ihr da wart und bis nächste Woche.
Ich vermisse euch.